Hallo YouTube und willkommen zurück zum Train Mechanic Simulator 2017. Wir haben keinen Auftrag, müssen erstmal einen besorgen. Und da müssen wir gleich mal eine Lok abschleppen. Hirten, die sich um das Vieh unweit des Flusses kümmern, berichten, dass ein Zug in der Nähe entgleist ist. Dann gucken wir doch mal. Finde die entgleiste Lok in der Nähe der Weide, unweit des Bahnbetriebswerkes für Elektrolokomotiven. So, für Elektrolokomotiven war ja hier. Die Weide ist da, also müssen wir jetzt eigentlich nur links rumfahren. Dann sind wir schon da. So, alles links rum, das passt. Wenigstens regnet das heute nicht. Jetzt geht es gleich wieder rein in die Ölfelder. Und da sieht man schon ein bisschen was grün schimmern. Kann natürlich sein, dass das hier auf dem anderen Gleis ist. Da müssen wir noch einmal kurz zurücksetzen, so wie das aussieht. Jawohl. So, einmal bremsen. Und dann rückwärts fahren. Da haben wir den Bremspunkt aber nicht richtig erwischt. Und hier ist der Zug richtig entgleist. Jetzt müssen wir nach langer Zeit mal wieder den Kran benutzen. So, fahren wir den erstmal wieder ganz aus. Dann fahren wir ein bisschen nach oben. Und ein bisschen rüber. So, kommt wieder die Leine. Okay, das war so, stimmt. Dann müssen wir den wieder ein bisschen reinfahren. Ja, Haken befestigen. Erstmal fahren wir den Kran wieder aus. So, dann heben wir die mal hoch. Ja, das war's schon. Mit Hilfe des Mastes haben wir die dann in die richtige Richtung gedrückt. So, dann können wir die schon nach Hause chauffieren. Zu den Dampflokomotiven. So, dann müssen wir dann... Da können wir entweder die nächste oder auch die übernächste fahren. Das ist eigentlich völlig wurscht. Können wir die nächste schon mal machen.
Und angekommen. Dann schauen wir uns doch mal an, was hier kaputt ist. Für knapp 16.000 Dollar. Der Zug ist relativ ernsthaft beschädigt. Einige der Verbindungsstücke zwischen den Rädern sowie Kupplungsstangen müssen getauscht werden. Insgesamt 5 Stück. Fahrzeugfedern wurden beschädigt. 4 Stück austauschen. Und eine der Achsen bedarf einer Reparatur. So, dann gucken wir erstmal die Verbindungsstücke und Federn. Gucken wir uns da erstmal an. So, Federn. Hier haben wir eine. Die ist schon mal kaputt. Die können wir gleich ausbauen. So, die andere Seite sieht noch gut aus. So, wir können auch mal vorne gucken. Hier im vorderen Bereich was kaputt ist, sieht aber nicht so aus. Also alles hier in der Mitte. Da haben wir hier die Verbindungsstücke. Und dann drehen wir uns einmal. So, das ist auch kaputt. Kupplungsstange müssen wir ausbauen. Dann hier die. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Ja, die haben wir alle gefunden. Jetzt kommen noch die Federn. Und dann war ja noch eine Achse hier. Die ist kaputt. Dann müssen wir hier die Räder ausbauen. Und die Bremssattel müssen raus. Oh, hier ist noch eine Feder. Ja, wunderbar. Dann haben wir die jetzt auch gefunden. Naja, auf der Seite war wieder erstmal hinten. Den ausbauen, den ausbauen, dann können wir die Bremssattel rausnehmen. Dann können wir die Feder rausnehmen. Und irgendwo war hier... Ja, genau, das sieht auch noch ganz schön kaputt aus. Jetzt mal hier die Stange noch. Und die sieht hier ganz schlecht aus. Das heißt, das Rad muss raus. Geht sogar. Okay. Sollte es eigentlich gewesen sein. Ja, die Federn haben wir alle gefunden. Ja, wir haben alle Fehler gefunden. Und dafür haben wir jetzt gute 16.000 Dollar zur Verfügung. Dann gucken wir doch mal. So, das sind schon mal 1.000 Dollar. $2.000, dann kommen noch mal 2 dazu, sind wir bei 4. So, 5.000 und ein bisschen. 6.000. 7.000. 8.000. Geht eigentlich.
So, hier nochmal 9000. Jetzt fehlt nur noch die eine Feder, warum auch immer die nicht hier repariert werden kann. Kostet $600. Ja, da sind wir wieder locker im Budget drin. Ja, dann können wir schon wieder zusammenbauen. Jetzt eigentlich erst das Gewicht dran. So, dann kommt die Stange rein. Dann erst die Feder. So, Feder, Rad. Dann können wir hier das Rad machen. Dann auf der anderen Seite die Feder. Und dann das Rad. Bremssattel rein und Verbindungsstück hier. Noch ein Bremssattel. So, immer diesen die kleine Leitung hier nicht vergessen. Bremshebel. Oh ja, hier vorne noch Verbindungsstück. Vergisst man auch gerne mal. Dann noch die Kupplungsstange. Dann haben wir die Seite, glaube ich, fertig. Bremssattel. Das war das, glaube ich. Jetzt fehlt hinten ja noch die eine Feder. Zum ersten Mal wieder was schrauben. Das andere wird immer nur alles so rangesteckt. So, dann gucken wir mal. Ja. Alles repariert. $3.100. Das war doch mal wieder ein schöner Auftrag. Und dann würde ich mal sagen, ja, Zeit ist schon wieder um. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet, hier beim Train Mechanic Simulator 2017. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.